Viele Grüße aus Schleswig-Holstein. Wir sind hier in Sierksdorf und haben diese spektakuläre Ferienwohnung ein Jahr vorher gebucht. Von außen gefällt mir dieses Haus ehrlich gesagt nicht so gut, aber der Ausblick hier, der ist der absolute Wahnsinn. Hier oben kommt nicht jeder hin, heißt es in der Gästemappe, welche auf unserem Couchtisch ausliegt. Ja, diese Wohnung ist echt etwas Besonderes. Wenn ihr spezielle Wünsche habt, wie zum Beispiel wie eine Ferienwohnung mit direktem Meerblick, zwei Schlafzimmern und einem Herz für Fellnasen und dann auch noch auf die Schulferien angewiesen seid, dann ist es wirklich wichtig, dass ihr möglichst früh bucht. Ja, unter meinem Video verlinke ich euch auch noch meinen ausgiebigen Erfahrungsbericht und meldet euch gerne bei Fragen. Diesmal machen wir gar nicht so viele Ausflüge, da wir einfach mal ein bisschen gammeln und relaxen wollen. Aber wir nehmen euch trotzdem mal mit und zeigen euch etwas von dieser netten Gegend hier. Von unserer Unterkunft aus laufen wir circa 15 Minuten zum Strand. Es ist wichtig zu wissen, dass er steinig ist. Es gibt zwar puderweiche Stellen, doch wenn du durchs Wasser laufen möchtest, dann liegen da fast überall Steine. Wer darauf vorbereitet ist, der kann ja zum Beispiel passende Wasserschuhe ins Gepäck legen. Wir wussten es vorher nicht und das tat manchmal an den nackten Füßen so ein bisschen weh. Na, kennt ihr das auch, dass ihr eine Stunde weg gewesen seid und der Hund euch dann so überschwänglich begrüßt, als wäret ihr 3 Wochen ohne ihn in den Urlaub gefahren?
new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A nomad passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Dienstags und freitags besuchen wir den Wochenmarkt in Neustadt. Ihr findet frisches Obst, reichlich Gemüse, Salat, Kartoffeln, Blumen, Backwaren, Fleisch, Fisch, südländische Spezialitäten, Eier, Marmelade und Honig. Außerdem gibt es 2 Bio-Anbieter. Wenn ihr detaillierte Infos zu unseren Ausflügen wünscht, dann klickt doch auf den Blogbeitrag, den ich unter diesem Artikel verlinke, und folgt mir auch gerne auf Instagram unter meinem Vornamen Ellie Scheber, findet ihr mich dort ganz schnell. Wer es noch nicht getan hat, der kann auch auf YouTube meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.